Der Abend dämmert auf einer der Nationalstraßen, die sich als endlose Alleen durchs ländliche Frankreich vor ihnen aufrollen. Heute Abend gibt ihr Bentley kaum einen Laut von sich. Nur die Bewegung der Tachonadel und die Leichtigkeit, mit der sie an Autos und Lastwagen vorbeiziehen, vermittelt einen Eindruck vom Tempo, mit dem sie durch die Landschaft gleiten. Die sanft beleuchteten Anzeigen in ihrem Rahmen aus Walnussholz vermelden nichts Besonderes. Ihre Passagiere schlummern tief, unbeeindruckt von der raschen Fahrt. Hinter ihnen zwei Kisten Burgunder, sicher verstaut mit dem Gepäck. Sie blicken voraus in die Nacht und ihre Scheinwerferkegel streifen die geschlossenen Fensterläden eines schlafenden Dorfes irgendwo auf dem Weg nach Norden. Woher die Idee, durchzufahren, um die Nachtfähre zu erreichen? Die Lockung eines letzten freien Tages zu Hause, den Pflichten abgeluchst, die nur zu bald wieder auf sie einstürzen werden? Die Gelegenheit, eines der exklusivsten sportlichen Fahrzeuge auf freien Straßen zu steuern? Mag sein. Vielleicht war es aber auch die Lust, im frühen Morgengrauen durch Le Mans kommend, eine lange Gerade namens Les Hunaudières zu passieren. Ohne die leiseste Anstrengung gleitet der Continental R in majestätischer Stille die Straße entlang. Noch eine Minute, dann werden sie die Zügel schießen lassen und die gewaltigen Kräfte einmal voll freisetzen. Kräfte, die eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer in 6,8 Sekunden ermöglichen, bis hin zu einer Höchstgeschwindigkeit von 241 Stundenkilometern. Aber vorerst begnügen sie sich damit, ein wenig seine Muskeln spielen zu lassen. Und schon fühlen sie, dass eine Testfahrt eigentlich unnötig geworden ist, kaum dass sie begonnen hat. Ihre Entscheidung steht fest. Sir Henry Royce said, quiduis recte factum, quamuis humile preclarum est. Whatever is rightly done, however humble, is noble. Das ist für mich der Ausdruck einer Britishness. Die Engländer, die lieben auch die Qualität, die handgemachte Qualität und wollen die Dinge richtig machen. Das ist es, was mich fasziniert an diesem Wagen. Es ist der letzte handgemachte Bentley aus der Rolls-Royce-Ära. Und die Maxime von Sir Henry Royce war: Nimm etwas und mach es besser. Und für mich ist diese Qualität ausschlaggebend für die Marke Rolls-Royce und Bentley. Die Qualität, die durchgeht bis ins Detail, jede letzte Schraube ist eigentlich für heutige Verhältnisse überkonstruiert. Aber das ist genau das Faszinierende daran. Und leider ist ein bisschen heutzutage das Image dieser Marken zu hoch oben und die Leute erkennen nicht mehr, was die Qualität, die Substanz dieser Marke einmal war und mit diesem Auto noch immer ist. Diese Fahrzeuge sind eher im Bereich einer rollenden Skulptur zu sehen, als wirklich als Gebrauchsgegenstand. Und das ist auch das, was am Markt heute immer mehr erkannt wird. Es hat ja nichts mit Vernunft zu tun, dass man so ein Auto überkonstruiert. Alles ist handgemacht, braucht unzählige Stunden, bis so etwas fertig ist. Und wir sind dann auch nie die Besitzer von diesen Autos, sondern wir sind die Custodians, also ich sage dem die Treuhänder so eines Fahrzeuges. Und das Fahrzeug wird entweder weitervererbt oder möglichst in besserem Zustand wieder aus den Händen gegeben, als wir es angetroffen haben. Also wir sind nie Besitzer von solchen Dingen und sie werden uns ziemlich sicher überleben. Überragend diese Qualität der Konstruktion. Das ist das, was mich immer fasziniert hat an dieser Marke, nicht das Image. Und dieses Auto hier, der Continental, liegt auch ganz anders auf der Straße. So ist es wirklich die beste Mischung aus
Komfort und doch eine große Prise Sportlichkeit eigentlich für die Größe und das Gewicht des Wagens. Also das ist auch die Grand Touring-Philosophie dahinter gewesen und nicht der Sportwagen. Und als Volkswagen dann kam aus dem Continental GT, machten sie eigentlich einen reinrassigen Sportwagen. Und ich meine, die Verkaufszahlen gaben ihnen recht. Sie haben viel mehr davon verkauft. Aber wenn man die Autos jetzt direkt vergleicht, dann ist das keine Frage, welches Auto besser ist. Die Wahl eines Bentley wird niemals als konventionelle Entscheidung bezeichnet werden können. Sie ist ein untrügliches Kennzeichen für die Ansprüche, die sein Eigentümer an das Leben stellt und für seinen Willen, diese zu verwirklichen. Ein Bentley ist ein Solitär, der aber nicht nur aus diesem Grund gewählt wird. Natürlich ist er handgefertigt, aber in einer Zeit, da alle Autos besser und verlässlicher sind als früher, muss ein Bentley, um seine Besitzer in der ganzen Welt zu überzeugen, schon mehr bieten als Tradition allein. Kurz gefasst könnte man Menschen, die einen Bentley wählen, als gedanklich unabhängige Individualisten bezeichnen. Und diese Qualität erwarten sie auch von denen, die ihr Auto konstruieren. Der amerikanische Talkmaster Jay Leno präsentierte auch einen Turbo-Bentley-Motor und erklärte, wie das alles gebaut ist, wie bei einem Schiff oder bei einem Flugzeug. Und dann öffnete er zum Beispiel diese Öldeckel und sagt: "More steam, please!" Und ich fand das so lustig.